Hallo, Dennis hier. Ich bin dieser eine Typ, der sich regelmäßig dafür entschuldigt, dass er Deutscher ist und sich davon auch unbeirrt nicht abbringen lässt. Der aber hingegen auf der anderen Seite wiederum positiv zu sehen gerne Spiele aus seiner Kindheit spielt. Und das tue ich auch heute wieder. Und auf dieses Review freue ich mich. Ich glaube, das sage ich bei jedem Review, dass ich mich auf dieses Spiel ganz besonders gefreut habe. Aber nee, ist echt wahr. Mad TV heute ist ein Titel, den ich schon länger reviewen wollte, den ich jetzt auch einfach mal vorgezogen habe, aus einem bestimmten Grund. Zu dem komme ich dann aber noch mittendrin im Review, und das ist echt Enthüllungen pur und purster Brainfuck von meiner Seite. So, hier sehen wir ein schönes Intro. Ich werde das mal oral zusammenfassen. Er hat oral gesagt. Also, ich gebe euch das mal auf der Tonspur mit. Hier ist der böse Boss. Der hat seinen Mitarbeiter gefeuert. Das ist der Chef eines Fernsehsenders. Und man spielt diesen einen Typen, der vom Fernseher saß und gesehen hat: Oh mein Gott, in diesem Gebäude, da sitzt voll die schöne Frau, die irgendwie Kultursendungen und sowas macht, die Betty Butcherblom. Und dann denkt er auch: Ich fahre da mal hin und sag hier, wie toll ich sie finde. Und wird jetzt aber hier vom Boss gestellt und sagt: Du machst jetzt meinen Fernsehsender. So, und so kommt man damit rein. Hier, Project Manager Ralf Stock. Dazu eben später noch was. Jetzt überspringe ich mal das Intro. Wenn's mir denn möglich ist. Ja, mit der Leertaste. Hurra! So, man spielt jetzt hier ein von drei Fernsehsendern, und die anderen beiden sind der Computergegner. Ich nehme mal den grünen, weil grün ist meine Lieblingsfarbe. Glubschi. Ich spiel's mal auf einfach, weil ich bin so ein echter Spieler und ich will's gern leicht haben. Verzeiht's mir. Okay, und dann kommen wir ja auch gleich mal zum Setting. Hier sehen wir das. Es spielt in einem Hochhaus, das man aus der Seitenperspektive sieht, und man bewegt sich im Fahrstuhl fort. Zunächst erscheinen wir zum Rapport beim Chef. Ich glaube, meine Reviews gehen immer noch nicht als Let's Play durch, deshalb muss ich immer noch keine Bildschirmtexte vorlesen, aber wenn ich wollte, würde ich sagen: Willkommen bei Mad TV, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Aufbau des Senders. Worauf warten Sie noch? Morgen wird der Jamie von Kulturelles Auge mal übergeben, ich will das wie ihn holen. Okay. Also, dazu so viel. Der Chef ist für das Finanzielle verantwortlich. Und wenn man zum Chef geht, muss man in erster Linie damit rechnen, dass man angepflaumt wird. Diesen Sammy, das ist wahrscheinlich so eine Hommage an den Emmy. Das ist einfach der Preis, den man für alles Mögliche bekommt. Mal für die besten News. Ich habe jetzt hier in dem Fall die Nachrichten. Hier auf dieser Seite, da steht dann immer, welche Nachrichten man zur Verfügung hat, und die kann man sich hier hinkaufen. Genau, den Emmy gibt es zum Beispiel für die besten News oder für kulturelles Engagement oder für die beste eigenproduzierte Serie. Und man muss immer gucken, dass man den holt, weil dann ist der Chef zufrieden und glücklich. Ich sage jetzt gleich, dass ich noch Showbiz-News haben will. Das kostet zwar 10.000, die Anwendung, aber es muss es mir wert sein. Und jetzt werden neue Nachrichten produziert. Gut, was muss man im Mad TV machen? Wir fangen mal damit an, dass wir uns Werbung einkaufen müssen. Man muss einen Fernsehsender verwalten, der von 18 Uhr bis 1 Uhr nachts läuft. Und man muss den mit Inhalt füllen und gucken, dass man eine hohe Quote erreicht. Für den ersten Tag ist schon automatisch der Inhalt befüllt. Man kann den noch ändern. Was es für den ersten Tag auch noch nicht gibt, ist Werbung. Und deswegen muss ich hier jetzt Werbeverträge an Land ziehen. Da habe ich zum Beispiel hier, man sieht, ich muss 5 Spots innerhalb von 2 Tagen senden. Man hat jede Stunde einen Werbeblock, das wären dann, glaube ich, 7 Werbeblocks, ich kann nicht zählen. Tut mir leid. Ich komme vom Land, da lernt man sowas nicht. Und hier sieht man auch, das darf ich jetzt zum Beispiel nicht nach einem Actionfilm oder nach einem Krimi oder nach irgendwas Sonstigem senden. Und ich müsste innerhalb von 2 Tagen 5 Spots senden und brauche aber für einen Spot, dass der gezählt wird, 0,25, also 250.000 Zuschauer. Das ist okay, die hat man normal. 1 Million ist da sehr viel schwieriger. Und das hier ist, ja, es sind letztendlich kleinere Werbedeals, aber erstmal für den Anfang welche, die sich erfüllen lassen. Deshalb ist zwar die Prämie nicht so hoch, aber ich nehme mal die hier mit, weil immerhin. Gut, jetzt habe ich die Werbedeals an Land gezogen. Jetzt gehe ich in Glubschis Büro. Und hier unten sieht man jeweils, das ist das Geld in 1000 Dollar.
ganz unten ist natürlich die Uhrzeit und das ist die Anzahl der Zuschauer im Moment. Also ich habe jetzt gerade mit irgendeinem Kulturfilm Problem Müllwirtschaft, habe ich 450.000 Zuschauer, ist für einen Kulturfilm gar nicht so übel bei diesem Spiel. Und jetzt plane ich die Werbeblocks ein, Adventure Travel von mir aus. Ich muss das jetzt eben so dosieren, dass ich das jeweilige Ziel erreiche. So, Bike Shop ist top, finde ich gut. Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer. Wird Zeit, dass wieder warm wird, dann fahre ich nämlich immer sehr gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit, ins schöne Tübingen hinein. Mhm. Finde ich gut. So, jetzt hätte ich für diesen Tag schon mal die Werbung festgelegt. Der nächste Tag, man kann immer nur einen Tag im Voraus planen, ist noch nicht belegt. Und jetzt weiß ich auch, es sind 7 Werbeblocks. Hurra. Ich bin so klug. So, das Advent Travel, das war ein Werbedeal, da muss ich 5 Spots innerhalb von 2 Tagen senden. Ne, senden in dem Fall hat mit schicken überhaupt nichts zu tun. Doofes Dennis. Nein, ich brauche kein Advent Travel mehr. Mein Gott. Was tue ich hier? Logical. Oh yeah. Gut, und hier könnte man auch noch Filme oder Serien einblenden, aber ich glaube, das ganze Pulver an Filmen wird heute schon verschossen. Das bedeutet, jetzt muss ich auch noch zum Filmmarkt gehen, zur Filmagentur. Und da ein bisschen neuen Stoff einkaufen. So, das sind immer wieder so diese Momente, wo man beim Spiel zu einer ruhigen Pause kommt, wenn man auf dem Fahrstuhl wartet. Wir kennen das von irgendwelchen größeren Hotels. Oh toll, meine Nachrichten gucken wieder 1 Million Leute, den Kulturfilm. Ja, Wahnsinn. Und während der Werbung schalten die ab. Hier sieht man nämlich nächster Spot, da sind es dann weniger. Gut, jetzt kann ich hier... habe ich hier eine Auswahl von Filmen, die alle verhältnismäßig teuer sind. Ich sehe jeweils, wie gut die an der Kinokasse oder in der Kritik angekommen sind. Und das hier ist ein Kulturfilm, der wird nicht super gut ankommen, aber das Ziel des Spiels ist es nicht, irgendwie die anderen Sender rauszuekeln oder sonst was. Das Ziel des Spiels ist, die Gunst von Betty Butterblom zu gewinnen. Das schafft man einerseits mit Geschenken, andererseits damit, indem man viel Kulturfilme sendet, weil die Kulturfilme so voll hammergeil findet. Also die wäre voll der Arte-Fan. So, jetzt sind hier aber alle Sachen etwas teuer. Das ist ungewöhnlich. Normal, also das billigste 50.000, normal kriegt man noch billigere Filme, aber das bedeutet, ich kann jetzt hier nicht viel kaufen. Beziehungsweise mich einem Cheat bedienen. Ich erinnere mich nämlich daran, dass hier unten rechts in der Ecke immer ein Film versteckt ist. Und wenn ich jetzt hier einen Film über 50.000 reinsetze, dann wird mir das direkt von meinem Konto abgezogen. Wenn ich jetzt hier unten klicke, dann habe ich einen Film für 109.000 Dollar in der Hand. Dieser 50.000 Film verschwindet, ich kann den 109.000 Film wieder verschenken und habe 59.000 Dollar Instant-Gewinn gemacht. Das klingt kompliziert, ist aber so. Und so habe ich das Spiel früher gespielt. Ich habe mir dann Kohle gecheatet, habe mir dann direkt Satelliten gekauft, irgendwelche zusätzlichen Leitungen und sonst was. Ja, ich bin eine fiese, blöde Made, muss man sozusagen. Richtig asoziales Drecksstück. Genau sowas bin ich. Und jetzt gehe ich mal als asoziales Drecksstück, das ich bin, ins Büro von Betty. Und hier würde man dann auch erstmal sehen, wie es um den Sammy gerade steht. Aber da liegt noch niemand vorne. Und hier würde man auch anhand eines Bildes sehen, welcher Sender Fritze in ihrer Gunst steht. Aber die sagt mir, nee, ich mag dich nicht. Weil ich ja in ihrer Gunst noch gar nicht so drin stehe. Man kann sich ansonsten auch mal einfach mal in den Räumen umgucken. Ja. Lassen wir das auf uns wirken. Es wirkt noch. Tschüss! Da gibt's doch viel tollere Räume. Dann lass uns mal herumwandeln. Wo ist es denn schön? Biocontrol, das klingt lustig. Das sind einfach Büroräume, die nützen einem nicht viel, aber irgendwann ziehen diese sinnlosen Institutionen da aus und dann kann man sich diese Räume kaufen und ein Studio einrichten. Man kann nämlich später auch Serien selber produzieren. Yeah. Oh yeah.
Okay, hat lang genug gewirkt. Was gibt's noch Schönes? Harry Dippel. Oh nein, okay. Aber kommen wir mal zu dem Thema. Ich werde jetzt eine Anekdote erzählen und die werde ich zwischendurch wieder 100 Mal unterbrechen, wie ich mich kenne. Weil mir wieder zig Sachen einfallen, die ich einfach dazwischen nochmal erzählen will. Aber kommen wir zu einer Anekdote. Ich habe dieses Spiel sehr viel und sehr intensiv gespielt als Kind. Das war auch eins dieser Spiele, wo man zum Speichern eine Diskette gebraucht hat. Dann konnte man sich so eine Speicherdiskette einrichten und darauf wurden dann die Spielstände gespeichert und dann konnte man einfach durch Einlegen dieser Diskette den Spielstand wieder laden. Das hat bei mir nie funktioniert. Das war ein Problem. Deshalb, wenn ich das Spiel durchspielen wollte, musste ich es am Stück durchspielen. Und dann war das früher eines der wenigen Spiele, die ich auch wirklich mal 3 bis 4 Stunden am Stück gespielt habe. Das kam bei mir selten vor, das kommt bei mir heute noch nicht so wirklich oft vor. Damals war es einfach ein notwendiges Übel. So. Jetzt ist das nämlich so, dass ich da dann schon allgemein relativ intensive Kindheitserinnerungen habe dran. Und das ja dann schon wirklich interessant ist. Aber jetzt habe ich erfahren, der Lead-Designer Ralf Stock, dass der inzwischen eine Firma gegründet hat, Six Tons Entertainment heißen die, glaube ich. Die haben dann auch die Emergency-Serie gemacht. Ich bin da mehr oder weniger durch Zufall draufgekommen, weil ich letztes Jahr den Arbeitgeber gewechselt habe und jetzt in Tübingen arbeite. Und mir jetzt ein Kollege gesagt hat, ja, über uns, das sind die Macher von den Emergency-Spielen. Und da haben wir uns mal da informiert, wer das genau ist. Das ist jetzt eine Firma, die machen nicht nur Spiele, die sitzen tatsächlich über uns, bürotechnisch, sondern die machen inzwischen alles Mögliche, irgendwelche Werbeanimationsfilme und also die allgemein so ein bisschen medientechnisch sind die aktiv. Und dann habe ich rausgefunden, dass quasi dieser Ralf Stock, der ist der Geschäftsführer von dieser Firma, also der arbeitet im Prinzip über uns, der Macher von MadTV, von diesem schönen Spiel, das ich früher sehr intensiv gespielt habe. Und ich grüße den regelmäßig morgens. Also, es ist nicht so, man kennt sich nicht, ich wusste nur, der arbeitet da irgendwo, aber man sieht sich halt ab und zu und sagt halt guten Morgen und jetzt habe ich da eben ein Bild von ihm gesehen und ja klar, der, okay, das ist der läuft immer wieder rum und ja, den hat man auch schon guten Morgen gesagt, den sieht man so im Parkhaus manchmal und das fand ich witzig, weil da denkt man ja nichts dabei. Kurz, das ist die Anekdote, dass ich eigentlich regelmäßig mal dem Macher von diesem Spiel schönen guten Morgen wünsche und ja, man sieht sich, man kennt sich irgendwie so ein bisschen. Obwohl man nicht genau weiß und irgendwie ein Jahr später findet man raus, ach, das ist der Typ, der so ein Spiel gemacht hat, das du früher extrem intensiv gespielt hast. So, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, deshalb muss ich schnell mein Fazit durchziehen. Aber das können wir, glaube ich, relativ schnell sagen. Also für die Idee gebe ich 5 Punkte, schon allein deshalb, weil ich diese Welle von Wirtschaftssimulation sehr gut noch kenne von früher. Da wurde zu jedem Thema eine Wirtschaftssimulation gemacht, war es jetzt Weinanbau, Transportunternehmen, Gold, Kohle, Abbau und so weiter. Und die waren alle relativ uninnovativ und unspannend mit irgendwelchen langweiligen GUIs. Und da hat man sich hier doch ein bisschen mehr gedacht. Also dass man das Hochhaus hat, dass man die Konkurrenz hat, dass alles eigentlich eher witzig und comichaft ist. Und deswegen gebe ich für die Idee 5 Punkte, weil auch alles da ist und man sehr viel Freiheiten hat und sehr viel machen kann. Für die Umsetzung will ich 3 Punkte geben. Wieso? Es ist hammerschwer und ohne Cheats ist man sehr schnell pleite und muss wirklich gucken, wie man sich durchkämpft. Also umsetzungstechnisch hätte man sich dann ein bisschen mehr überlegen können oder die bei den 3 Schwierigkeitsgraden wirklich mehr Varianz geben können, weil eigentlich die 3 Schwierigkeitsgrade sind exakt gleich schwer, wenn man es so sieht. Außerdem fehlt mir so ein bisschen Zeitraffermodus. Ich habe das Ganze jetzt auf schnell gestellt, aber oft hat man eben relativ schnell geplant, wie der nächste Tag aussehen soll und will eigentlich nur in den Zeitraffer gehen. Und das gibt's ja nicht, das ist sehr schade. Deswegen muss man die Zeit jetzt, zum Beispiel müsste ich jetzt meine Zeit vollends absitzen. Finde ich nicht so gut, aber ist so und muss ich hinnehmen. Ansonsten für den Gesamtspaß will ich aber wieder 4 Punkte geben, weil es doch Hölle Spaß macht und ich damals das nicht umsonst ewig am Stück gespielt hätte. Und insofern funktioniert inzwischen auch die Speicherfunktion. Ich müsste es nicht mehr ewig am Stück spielen. Ich kann auch mal eine Pause machen und später weiterspielen
und dann macht das Spiel doch wieder ganz schön Spaß. So, jetzt habt ihr Schilder vertauscht und deswegen zeige ich euch jetzt, wie es aussieht, wenn man hier Star Wars sendet. Aber nein, ich habe keine Zeit mehr. Tschüss!